So, moin moin, liebe Tauchsportfreunde. Wir sind jetzt hier, Halle 12, am Strand von Scuba Force. Neben mir steht Horst Dederichs, Geschäftsführer und Inhaber dieses Unternehmens. Und Horst wird uns ein paar Neuigkeiten berichten, was er uns mitgebracht hat zur Boot 2020. Hallo Jens, grüß dich. Ja, für alle, die Scuba Force nicht kennen, wir sind jetzt seit 2003 spezialisierter Hersteller für technische Tauchprodukte, haben in den letzten Jahren unser Portfolio sehr erweitert. Also inzwischen findest du eigentlich alles von uns, bei uns, von Backplate, Atemregler, Trockentauchanzüge, Kreislaufgeräte. Also wir sind ein Nischenanbieter, aber für die Nische bieten wir eine komplette Produktpalette. Genau, der SF2 ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Wir sehen ja hier einmal die Backmount-Variante und Sidemount. Magst du uns kurz ein paar grundlegende Dinge dazu sagen? Unterschiede, was gibt's Neues? Gerne. Backmount-Variante ist ja wirklich, wie du sagst, schon ein paar Jahre auf dem Markt. Haben wir eigentlich bis auf Kleinigkeiten nichts dran geändert. Wir sind halt immer noch Kreislaufgerät, wo alles in der Tube sitzt. Wir benutzen Carbon-Tubes, um besonders leicht zu sein. Wir haben einen ganz cleanen Aufbau. Hier hat es ein Upgrade gegeben. Unsere Manual Ads sind inzwischen aus Edelstahl gefertigt. Das macht sie nochmal robuster, nochmal kleiner. Wir arbeiten mit zwei davon. Das ist eine ganz bewährte Unit, die schon lange auf dem Markt ist, viele Liebhaber hat. Sidemount machen wir auch schon lange, wie du weißt. Da haben wir jetzt aber zum Ende des Jahres viele Sachen optimiert, also praktisch eine aufgearbeitete Variante auf den Markt gebracht. Geändert hat sich zum einen das Teil, was ich in der Hand habe, also wir haben das Mundstück komplett neu aufgebaut, und unsere Steuerung. Wenn wir beim Mundstück anfangen wollen, das ist mit Sicherheit das kleinste Sidemount-Mundstück, was im Markt ist. Okay. Wir sind auf Bajonettverschlüsse gegangen, die wir vorher nicht hatten. Das macht einfach Sinn, weil ich kann wirklich einfach über einen Klick das Teil auseinandernehmen. Das geht ganz einfach und kann es auch dementsprechend wieder zusammenbauen. Also klickt, arretiert, ist fertig. Kurze Zwischenfrage, wie ist das abgedichtet jetzt mit Bajonett? Also nee, das ist kein Kugelsystem, sondern wir haben sehr gute Erfahrungen im Backmount-Bereich mit einem Zylinder gehabt, der da drin ist. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip in anderer Form. Also ist O-Ring gedichtet. Das funktioniert sehr gut, wenn man sauber fertigt. Und wir haben ja inzwischen die Fertigung vom SF2 bei uns im Haus. Also das heißt, das ist tatsächlich ein Made in Germany-Teil, was sehr akkurat gefertigt wird. Gut. Also es ist ein Walzensystem, was hier drin ist. Okay. Für die Fachleute, die werden wissen, was er jetzt erklärt. Ich bin ja kein Fachmann. Okay, das heißt Mundstück. Ansonsten arbeitet die Unit im Grunde genommen genauso wie das Backmount-System. Zugänge, Kupplung, O2-Einspeisung? Zugänge sind ein bisschen anders. Okay. Also klar, Grundaufbau sieht man, ist identisch. Mhm. Flaschen werden natürlich anders getragen, das ist klar. Das ist dem Sidemount geschuldet. Also du hast im Gegensatz zum Backmount-Gerät ja keine Halter drauf. Flaschen können also unterschiedlich positioniert werden. Hier haben wir aber dann sehr wohl auch was, wie hast du es gesagt, optimiert. Sehr schönes Wort. Früher bei der alten Unit haben wir eigentlich nur eine sauerstoffmanuelle Einspeisung gehabt. Jetzt arbeiten wir mit zwei Einspeisungen. Du siehst, die Knöpfe sind unterschiedlich hoch. Es gibt einen O2-Knopf, es gibt einen Diluent-Knopf. Der ist plan, der steht ein bisschen raus, sodass ich unter Wasser wirklich fühlen kann, welchen Knopf ich drücke. Das hat dazu geführt, dass wir die Schlauchführung nochmal verbessert haben. Das heißt, wir liegen ganz eng am Gerät dran. Also neben, dass wir jetzt beides manuell steuern können, ist die Schlauchführung auch nicht mehr abstehend vom System. Das sind schon wesentlich, also klar, mit Mundstück sind das ganz schön wesentliche Verbesserungen. Prima. Wie läuft das Geschäft? Wie fühlst du dich wohl jetzt hier in neuer Halle? Neues Ambiente, optimal, suboptimal. Ich habe schon viele Stimmen gehört, dass Halle 3 schöner war. Was sagst du dazu? Kann ich bestätigen. Also tatsächlich sind wir, also klar, Halle 12, Entschuldigung. Von den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die hier in dem Bereich sind, die sind sehr zufrieden. Wir konnten unseren Standplatz vergrößern. Das heißt, wir waren ja einer derjenigen, die immer davon betroffen waren, dass wir in Halle 3 nicht weitere Fläche zur Verfügung bekommen haben. Hier haben wir mehr Fläche zur Verfügung bekommen und sind tatsächlich
Also klar, Messe ist gut besucht. Ich glaube, da gibt es allgemein keine zweite Meinung zu. Wir mit Standplatz hier haben einen extremst großen Publikumsverkehr. Also wir sind super zufrieden. Ist gute Messe. Ja, das ist doch ein super Schlusswort dafür. Ich würde sagen, kommt her, Standnummer 12A19. Halle 12, A19, Scooperforce mit größerer Fläche, super Ambiente, wunderschöner Stand. Wir sehen uns demnächst hier bei Scooperforce. Vielen Dank.